Es geht auf die Insel der Götter, nach Bali. Am Eingang des Bali Hyatt Hotels sind Götterfiguren durch Tücher festlich geschmückt, denn man feiert ein religiöses Fest. Es ist ein wunderbares Hotel, das in Grünanlagen aufgeht und in der herrlichen Garten- und Parklandschaft nicht auffällt. Wir haben im Hotel einen Tagesausflug ins Landesinnere mit Fahrer und Pkw gebucht und nach einem ausgiebigen Frühstück geht's auf Tour. Auf der Fahrt sehen wir eine hinduistische Prozession. Traum und Wirklichkeit, Götter und Dämonen, das ist Bali, geboren aus Feuer und Wasser, ein Land zwischen Himmel und Erde, sagt man. In Kintamani bewundern wir den noch vor einem Jahr tätigen Vulkan Mount Batur, genau 1717 Meter hoch, und den nahen See Lake Batur. Unterwegs gibt es immer wieder Straßengeschäfte, die allerlei Religiöses und Weltliches verkaufen. Viele Reisfelder mit den Terrassenanlagen können wir bestaunen. Im Anlegen dieser Felder sind die Menschen hier Meister. Leider gibt Tonis Videokamera durch die hohe Luftfeuchtigkeit sehr oft den Geist auf. Der geruhsame Bali-Stopp ist zu unserem Leidwesen viel zu schnell vorbei.